Hallo und herzlich willkommen auf der BIEK Online Marketing Akademie. Speziell für kleine und mittlere Unternehmen bieten wir hier gratis Expertenwissen an zu den Themen Online Marketing, Social Media und E-Commerce. Unser heutiges Thema ist NIS 2, die neue Sicherheitsrichtlinie. Mein Name ist Daniel Weichert, ich bin Leiter des BIEK Hessen und bin sehr froh, dass wir heute einen echten Experten bei uns haben, Matthias Hantsche. Hi Matthias, alles klar bei dir? Ja, natürlich. Vielen Dank, Daniel. Danke, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich, das Thema NIS 2 quasi heute präsentieren zu dürfen und vielleicht so ein bisschen für Erleuchtung in dem Thema zu sorgen. Willkommen zu meinem Vortrag zu NIS 2. Was ist die NIS 2? Die NIS 2 wurde erlassen 2023 von der EU als Richtlinie zusammen mit der CER-Richtlinie, wo es um physische Sicherheit geht. Bei der NIS 2 geht es um Cybersicherheit. Das kommt aus den aktuellen großen Angriffen, hat die EU verstanden, dass es wichtig ist, eine Basisplatte von Cybersicherheitsregeln zu erlassen, um die Bevölkerung vor großen Schäden zu bewahren und als Daseinsvorsorge in die Gesetze zu schreiben. Dass diese NIS-2-Richtlinie wurde, wie gesagt, 23 erlassen und hat die deutsche Gesetzgeber hat Zeit bis zum 17. Oktober, das in nationale Gesetzgebung umzusetzen. Wie funktioniert das? Eine EU-Richtlinie gibt quasi die Grundlagen dieser Gesetzgebung vor, die der nationale Gesetzgeber nicht unterschreiten darf. Daher haben wir damit ein einheitliches Cybersicherheitsniveau in der ganzen EU. Das Wichtige an der Stelle ist zu verstehen, es werden nur wirkliche Basismaßnahmen, die schon aufwendig sind, erlassen für sogenannte wichtige und besonders wichtige Unternehmen, die in gewissen Sektoren arbeiten. Wir gehen davon aus, oder das Statistische Bundesamt sagt, aktuell haben wir irgendwas, je nachdem wie man zählt, zwischen 1.700 und 3.000 sogenannte kritische Betriebe. Wir können uns erinnern, zu Zeiten von Corona hatten zum Beispiel diese Firmen nicht nur Pflichten. Dazu gehören zum Beispiel Kraftwerke, dazu gehören Internetknoten und ähnliche Organisationen, Krankenhäuser. Die hatten nicht nur Pflichten, natürlich die Bevölkerung zu versorgen, sondern damit kamen auch immer Rechte mit. Zum Beispiel, dass die Leute dann auf die Straße gehen durften, dass sie bevorrechtigt geimpft wurden. Also das ist immer so ein Duett von Rechten und Pflichten. Dieses System wird jetzt ausgeweitet auf über 30.000 Unternehmen, die quasi eine ähnlich harten Cybersicherheitsvorkehrungen wie kritische Anlagen unterworfen wird, in Kombination mit der CER-Richtlinie, wo es dann auch noch um physische Sicherheit geht. Aktuell werden wir uns heute fokussieren auf NIS 2, weil das Dachgesetz, was die CER-Richtlinie umsetzen würde, nationale Gesetzgebung, das hat noch längere Umsetzungsfristen und da muss der Gesetzgeber noch einiges auch tun, damit man genau weiß, was man tun muss. Bei NIS 2 ist es schon 100% klar, wen es betrifft und was passiert wird. Da es jetzt noch ein Gesetzgebungsvorgang ist, der noch nicht 100% abgeschlossen ist, der wird jetzt demnächst im Kabinett beschlossen werden. Dann geht er nach der Sommerpause in den parlamentarischen Prozess. Das heißt, da können immer noch Änderungen passieren. Ich kann aber ganz genau erklären an der Stelle, weil wir auch in den Gesetzgebungsprozess, immer in die Kommentierungsprozesse eingebunden sind im Innenministerium, wo in der Glaskugel, wo sie noch ein bisschen milchig ist und wo sie ziemlich klar ist. Was kommt? Der Gesetzgeber hat beschlossen, und da ist die Glaskugel auch ganz klar, was kommen wird, 10 Cybersicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Die sind durchnummeriert im Gesetz von A bis J. Da geht es über Risikomanagementmaßnahmen, da geht es um Backups, da geht es um Lieferantenmanagement, wo wir gleich nochmal detailliert drauf kommen. Da geht es um Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da geht es wirklich um, ich nenne es Informationssicherheitshandwerk. Also da sind keine esoterischen Dinge drin, da geht es nicht um KI, da geht es nicht um super teure Systeme, sondern es geht primär um, hab Transparenz, weiß, wo deine Lücken sind und arbeite an deinen Lücken. Also der typische PDCA-Zyklus, also erstmal planen, dann durchführen, dann checken und dann wieder und dann Änderungsvorschläge zu machen, wo man sich wieder verbessern muss und dann fängt dieser Zyklus wieder von vorne an.
da gibt es sehr viel Parallelen zu der Norm ISO 27001 auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es Parallelen zu der Norm Business Continuum Management, weil es geht ja um wichtige und besonders wichtige Firmen in Deutschland, wo das Allgemeinwohl oder die Daseinsberechtigung gefährdet ist, wenn diese nicht funktionieren. Darum geht es in dieser ganzen Gesetzgebung. Und deswegen ist es wichtig, weil wir ja auch, wenn wir jetzt allein schon hier in Frankfurt sehen, wie viele Firmen das betroffen hat, typischerweise Hackerangriffe in Form von Ransomware-Attacken, da brauchen wir gar nicht weit gucken, wie viele Firmen das schon betroffen hat. Also wir brauchen nur mal zum Beispiel in der Uniklinik auf die Webseite gehen. Die AK kann da auch sehr viel zu berichten. Diese Einschläge sind alle sehr nah, und darum geht's, das bei den wichtigen und besonders wichtigen Unternehmen zu verhindern, damit das keine Auswirkungen auf unser öffentliches Leben hat. Zusätzlich zu diesen Risikomaßnahmen, die die Firmen einführen müssen, hat man gesagt, dass die Firmen, das Wichtige an solchen Maßnahmen ist immer, dass die Firmenleitung dahinter steht, dass das durchgeführt wird. Und um das durchzusetzen, hat man die Strafen sehr hoch gesetzt für die Geschäftsleitung, wenn sie sich nicht drum kümmert. Und hier reden wir über Dimensionen von ähnlich der DSGVO von 2% des weltweiten Umsatzes der Firma oder 10 Millionen, je nachdem, was höher ist. Das sind die Strafen für die Firmen, die das dann betrifft. So, dass diese Maßnahmen, die dort definiert sind, dass man sich sicher sein kann, dass die Firmen die einführen. Zusätzlich zu dem, ich nenne es immer vorbeugenden Brandschutz, dass man sich, oder vorbeugende Cybersecurity, dass man sich quasi um seine Transparenz bemüht, dass man klar versteht, wo seine Probleme sind und dass man die mit der Zeit, mit Maßnahmen aus dem Unternehmen kehrt, dass man da quasi auch diesen Vorbeugen hat, hat man auch eingeführt eine sogenannte Melde, dass man Meldungen abgeben muss, wenn man von einem Cybersicherheitsfall betroffen ist. Da geht es ganz klar darum, dass das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, verstehen will, wo passiert was in Deutschland, wenn sie zum Beispiel einen Flächenbrand entdecken, zum Beispiel alle Kraftwerke wären gleichzeitig angegriffen. Diese Art von Lagebildern wollen die produzieren, und daher müssen die innerhalb von 24 Stunden informiert werden. Das Wichtige zu verstehen ist, ein Teil dieser 10 Maßnahmen ist, dass diese Maßnahmen in der kompletten Lieferkette durchgesetzt werden. Und damit sind es nicht nur noch 30.000 Unternehmen betroffen von dieser Gesetzgebung, sondern auch alle Lieferanten dieser 30.000 Unternehmen, was natürlich diesen Einzugsbereich viel, viel, viel vergrößert. Es gibt noch keine offiziellen Statistiken, wie viele Unternehmen das dann am Schluss wirklich betrifft, aber die Zahl ist sehr groß. Also zum Beispiel ein bekanntes Kraftwerksbetreiber, der hat zum Beispiel die haben 1.000 Lieferanten. Das wird nicht jeder Lieferant sicherlich in die Kategorie fallen, dass er kritisch für das Unternehmen ist, dass dadurch eine Störung oder ein Abfluss von Informationen in diesen Unternehmen das NIS2 betroffene Unternehmen direkt betrifft. Also ich sage jetzt mal, der Klopapierlieferant des Kraftwerks ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber es gibt andere Dienstleister, zum Beispiel der die Videokameras aufhängt und Zugriff auf die Sicherheitspläne hat, der wird davon betroffen sein. Die Elektriker, die von externen Firmen kommen, Zugriff auf Schaltpläne haben, die da sein müssen, um Wartungsverträge zu erfüllen, die da sein müssen, um zum Beispiel Leitstände zu erfüllen, die werden alle durch die Lieferkette ganz klar betroffen werden. Auf der anderen Seite aber auch alle Cloud-Anbieter, alle Software-as-a-Service, alle Management-Service-Anbieter, die dafür da sind, dass keine Informationen abfließen, die dafür da sind, dass die Maschinerie weiterläuft. Also, und aus der Sicht, dass der NIS2-Betrieb, der betroffene Betrieb, der macht quasi seine eigenen Risikoanalysen und bestimmt aus seiner Sicht, welche Maßnahmen seine Lieferanten durchführen müssen und welche Lieferanten sie als so wichtig ansehen, dass sie das über die Lieferantenverträge feststellen.
Das heißt, um diese Meldungen, wo ich gerade war, müssen innerhalb von 24 Stunden erfolgen und das muss auch durch die Lieferkette durcherfolgen. Das heißt, das sind auch Dinge, die dann in diese Lieferantenverträge geschrieben werden müssen. Dann muss als Beispiel innerhalb von 8 Stunden, wenn bei dem Handwerker für Sicherheitstechnik die Pläne geklaut werden, dann muss der das innerhalb zum Beispiel von 8 Stunden an das Unternehmen melden, dass die das noch schaffen, innerhalb von 24 Stunden beim BSI die korrekte Meldung abzugeben, um halt diese Flächenbrände zu sehen. Das kommt aus dieser Geschichte heraus, warum werden die Lieferanten so eng an die dort in diese Gesetzgebung reingezogen, weil man gesehen hat über die letzten Jahre, dass es sehr viele Lieferkettenangriffe gab. Es ist oft einfacher, als wenn ich den Frankfurter Flughafen hacken will, die sind typischerweise gut geschützt. Die Frage ist, mache ich es mir so schwer oder nehme ich dann doch den Elektriker oder den kleinen Dienstleister, der dort vor Ort Dienstleistung erbringt, hacke den, dann kriege ich nicht nur den Plan vom Flughafen, sondern vielleicht noch von 5 anderen kritischen Infrastrukturen in und um Frankfurt drumherum gleich mit. Und die Hürde, daran zu kommen, ist natürlich viel geringer, weil typischerweise nicht so viel Kapital und so eine große IT-Abteilung dort vorhanden ist, wenn es überhaupt eine IT-Abteilung gibt. Deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, wir müssen das mit beachten und der NIS-2-Betrieb, der betroffene Betrieb, wird quasi dafür verantwortlich gemacht, das zu kontrollieren, weil das BSI wäre gar nicht groß genug, um alles zu kontrollieren. Wer ist denn jetzt ein NIS-2-Betrieb? Das ist vielleicht nochmal wichtig zu verstehen. Ein NIS-2-Betrieb ist ein Betrieb mit mehr als 50 Mitarbeitern und 10 Millionen Euro Umsatz. Das ist erstmal eine Einschränkung. Alle Betriebe, die größer sind als diese Schwelle. Und als zweiten Faktor gibt es sogenannte Sektoren. Die Sektoren sind mittlerweile auch sehr genau definiert. Ich zähle mal eine Auswahl von Sektoren. Also es geht zum Beispiel Energie, Kraftwerke, Stromverteilungsnetze und so weiter, Trinkwassernetze, digitale Infrastruktur, Forschung, Banken, mittlerweile auch neu, Weltraum. Die Verwaltung ist betroffen. Die Abfallwirtschaft ist betroffen. Also unsere Müllabfuhr ist ein NIS-2-Betrieb. Das heißt, das ist so wichtig, dass die funktioniert für unsere Daseinsberechtigung, dass die dort voll mit im Scope ist. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Dienstleister sind für die Müllabfuhr, die an irgendwelche Pläne kommen, die in der Risikobewertung der Müllabfuhr darauf ausgeht, dass sie essentiell sind für die Erbringung der primären Dienstleistung der Müllabfuhr, wird in diesen Scope mit reingemacht und wird quasi von dem NIS-2-Betrieb verpflichtet, auch diese Risikomanagementmaßnahmen zu treffen. Dass man mal ein Gefühl kriegt, wie groß dieses Thema ist. Wir haben uns darauf spezialisiert, diese Beratung in diesen Fällen zu machen, um den Firmen zu helfen, klar zu verstehen, was ist der Gap und dann auch zum Beispiel eine Norm wie ISO 27001 oder Business Continuum Management 22301 einzuführen. Also so eine ISO 27001 braucht einen Betrieb von Aufwand sicherlich was von 200 bis, je nach Firmengröße, nach oben offen, Tagen Eigenpower, um das einzuführen. Und wenn er das beschleunigen will, beschäftigt er vielleicht nochmal einen Berater. Der braucht auch nochmal so 40 bis 100 Tage Beratungsaufwand, um der Firma zu erklären, wo kommt es drauf an, wie funktionieren diese Managementsysteme, so dass diese Transparenz geschaffen wird. Also das ist ein Riesenberg an Arbeit, der auf die Firmen drauf zukommt, um diese Basismaßnahmen klar zu haben. Viele Firmen werden auch schon ganz viele Elemente davon tun. Das ist nur noch ich male immer gerne ein Treppenstufenmodell, wo man das versteht, mit dem man das gut beschreiben kann. Man setzt sich damit auf auf die nächste Treppenstufe der Professionalität, indem man solche Managementsysteme einsetzt, weil da einfach nur kontrolliert beschrieben wird, wie gehe ich vor, wie arbeite ich das innerhalb eines Jahres ab, um dort an alle Dinge zu denken und dass mir kein
kein Loch durchrutscht, weil nicht, es ist am Schluss, es ist eine Kette von Informationssicherheit und das ist halt nur so stark wie das schwächste Glied, wie typischerweise in so einer Kette funktioniert. Also für mich zusammengefasst an der Stelle, was sind jetzt diese wichtigen Punkte? Auf der einen Seite die Geschäftsführerhaftung. 2% des weltweiten Umsatzes, 10 Millionen Umsatz. Das ist ein immenser Punkt, der dort die NIS2-Betriebe sicherlich darauf bringt, die Lieferanten klar zu kontrollieren, sich selbst auch darum zu kümmern, dass das passiert, weil sonst wird es einfach sehr, sehr teuer für die Geschäftsleitung, wenn ein Sicherheitsvorfall betrifft. Was habe ich für Umsetzungsfristen? Jetzt wird es sehr spannend. Die aktuelle, eigentlich hätte die EU gesagt, dass wir bis 17. Oktober Zeit haben, das in nationale Gesetzgebung zu machen. Das wird der deutsche Gesetzgeber nach aktuellen Planungen nicht ganz schaffen. Da ist gerade im Munkeln, dass es der Frühjahr 25 wird. Aber es wird dann keine Umsetzungsfrist geben. Das heißt, wenn das Gesetz da ist, wir wissen jetzt, was wir tun müssen seit 2023, wenn das Gesetz da ist, müssen diese ganzen Maßnahmen gemacht werden. Das heißt, wo fangen jetzt diese Betriebe an? Die werden mit dem Lieferantenmanagement anfangen, weil dort ist es das braucht die meiste Zeit, das umzustellen. Das heißt, wenn sie noch neuen Lieferanten suchen oder Lieferantenverträge erneuert werden, die haben ja typische Laufzeiten, irgendwas zwischen 1 und 5 Jahren, werden sie diese Risikomanagementmaßnahmen in die Verträge reinschreiben. Und nur noch, weil diese Strafen so hoch sind, nur noch Betriebe, die diese Risikomanagementmaßnahmen erfüllen können, werden fähig sein, die Verträge verlängert zu bekommen oder neu ausgehandelt zu bekommen auf der einen Seite. Sie müssen diese Meldestrukturen einführen, dass auch das durch die ganze Lieferkette durchgemeldet wird, die Sicherheitsvorfälle, dass es überhaupt schaffbar ist, innerhalb von 24 Stunden einzuführen. Sie brauchen ihr Risikomanagement. Und das alles bis zum 17. Oktober, / dem Frühjahr 2025 an der Stelle. Das wird jetzt schon echt heiß, wenn man noch nicht angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So eine typische Einführung so einer Norm in der Firma geht in einem Jahr. Also wenn man jetzt anfängt, ist man eigentlich schon zu spät dran. Bis zum Frühjahr wird man das kaum schaffen, das sinnvoll in der Firma einzuführen. Das heißt, kurzum, fangen Sie jetzt darauf an, sich zu kümmern. Wenn Sie Lieferant sind, ist mein Tipp, reden Sie bitte mit Ihren Kunden, weil am Schluss bestimmt der Kunde, wie Sie in seine Risikobewertung auftauchen und was Sie für Maßnahmen klar durchführen müssen. Und wenn Sie jetzt mit Ihren Kunden reden, haben Sie noch Gestaltungsspielraum, weil die Regeln für innerhalb der Kunden sind sicherlich noch nicht in allen NIS-Betrieben klar definiert. Das heißt, jetzt kann man noch mitbeschalten. Aus meiner Sicht ist es der falsche Weg, sich jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und einfach nur zu warten, weil irgendwann werden dann, weil die NIS-2-Betriebe ja so viele Lieferantenmanagement managen müssen, dann wird es irgendwann nur noch Gießkannenprinzip geben und dass die Geschäftsführung, die dort die Aufsicht hat und wirklich die Verantwortung hat und dort quasi privat haftet für diese ganzen Bußgelder im Rahmen des Gesellschaftsrechts, da auch wirklich hinterher sein wird, dass das korrekt passiert. Die NIS2-Betriebe selber, wenn sie das noch nicht getan haben, müssen sich natürlich darum kümmern. Wenn sie je nach Größe gibt es dann nochmal einen Zwischenschritt ab 250 Mitarbeiter und so ein bisschen nach Sektor, das führt jetzt ein bisschen zu weit, müssen das dann auch schriftlich dem BSI in den nächsten 2 Jahren nachweisen. Aber wenn sie einen Sicherheitsvorfall haben, werden direkt Kontrollen stattfinden. Und wenn dort festgestellt wird, dass dort irgendwelcherweise fahrlässig gehandelt wurde, werden dort entsprechend Strafen ausgesprochen. Das kann so weit gehen bei diesen Betrieben, dass sogar das BSI Recht hat, die Geschäftsführung für diese Zeit auszusetzen und dort jemand anders einzusetzen. Also diese Durchgreifsrechte sind immens, die Strafen sind immens. Das heißt, die Firmen werden sich darum kümmern. Darum vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mir gerne E-Mails schicken, mich gerne anrufen. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Ja, Matthias, vielen Dank für den schönen Überblick.
Euch vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt ja auch ein Infoblatt zum Thema NIS 2 sozusagen veröffentlicht. Das verlinken wir unterhalb des Videos, sozusagen in der Video-Description. Das könnt ihr euch gerne angucken. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder auf unserem Kanal.